Hallo Leute und wie immer willkommen im Tagebuch. Diesmal zeige ich euch Timesplitters 3. Nachdem ich erst vor kurzem Teil 2 wieder mal durchgezockt hatte, kribbelte es schon in meinen Zockerdaumen. Denn so cool der zweite Timesplitters Teil auch gewesen ist, in Teil 3 kommt alles zusammen, was diese Reihe zu einer richtig geilen Shooter-Erfahrung auf Konsolen gemacht hat. Denn alle Schwächen des Vorgängers wurden konsequent im dritten Teil angegangen. So ist zum Beispiel die Grafik nochmal ein ganzes Stück detailreicher und das ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Und die Steuerung wurde nochmal deutlich fluffiger gestaltet. Auch das Button-Layout zur Auswahl der Waffen wurde verbessert. Die beste Verbesserung betrifft allerdings den Story-Modus. Dieser knüpft nämlich nahtlos an den Vorgänger an. Am Ende von Teil 2 hat es Sergeant Cortez geschafft, mit den Zeitkristallen vor den Timesplitters von einer Raumstation zu fliehen. Teil 3 beginnt genau in dem Moment, als Cortez die Erde erreicht. Mitten in einer harten Schlacht zwischen Menschen und Timesplitters. Nach einem kurzen Tutorial-Intermezzo erfahren wir im Hauptquartier, wie wir mit Hilfe der Zeitkristalle eine eigene Zeitmaschine nutzen können, um Jagd auf den Ursprung der Kristalle zu machen und somit den Krieg zu beenden, bevor er überhaupt angefangen hat. Der Story-Überbau dient zwar nur dazu, halbwegs logisch zu erklären, warum Cortez von einer Zeitepoche in die nächste reisen muss, wird dabei aber sehr humorvoll erzählt. Besonders der bisher total blasse, muskelbepackte Cortez ist in Teil 3 ein herrlich ironisches Abziehbild moderner Actionhelden, mit dem es jede Menge Spaß macht, sich durch die Level zu ballern. Da wäre zum Beispiel sein absolut überbordender Enthusiasmus für seine Mission. Egal wie schwierig die Aufgabe auch ist, stets ist Cortez bereit, an die Arbeit zu gehen. Cortez, sind Sie bereit? Ja, an die Arbeit! Genau, wie auch immer. Aber Cortez ist dabei kein strahlender, perfekter Supersoldat, sondern hat auch seine Schwächen. So ist er nicht unbedingt der Cleverste, wenn es mal gerade nichts zum Abballern gibt, und auch mit der holden Damenwelt hat er so seine Schwierigkeiten. Sagen wir es so, Smalltalk ist nicht unbedingt seine Stärke. Hier geht es zu Crows Geheimlabor. Ich bin bereit. Ich hab schon gedrückt. Ja, ich weiß. Na, arbeitest du schon lange in der Agentur? Ja. Im Mai 3 Jahre. Kriegst du Zahnersatz? Ja. Ja. Dann ist ja gut. Ja. Ja! An die Arbeit! Ich werde den nächsten nehmen. Spielerisch wird dem geneigten Zocker eine wunderbar herrlich-arcadige Action-Dauerballerei geboten, wobei wie schon im Vorgänger Abwechslung großgeschrieben wird im Leveldesign. Sind wir zu Beginn noch in der Vergangenheit unterwegs und ballern uns durch ein altes schottisches Schloss, geht es danach gleich weiter zu unserem alten Agentenfreund Harry Tipper. Mit ihm schleichen wir uns in guter alter James-Bond-Manier in einen geheimen Lagerkomplex und ballern uns durch einen gegnerverseuchten Zug, um Harrys Freundin zu retten. Nur um danach in einem von Zombies, Geistern und sonstigen Monstern verseuchten Horrorhaus aufzuräumen. Danach geht es schnurstracks in die Zukunft, wo wir uns in eine Hightech-Security-Firma einschleichen und dann in den Maschinenkriegen direkt an der Front den Untergrund unterstützen. Neben der Optik bieten die Levels auch stets spielerisch ein gehöriges Maß an Abwechslung. Im Zombiehaus kommt zum Beispiel mehr der Horroraspekt zur Geltung, da man die Schrotflinte oder den Revolver ständig und vor allem zeitaufwendig nachladen muss. So sind gut gezielte Kopfschüsse Pflicht. Im Firmenkomplex gibt es eine schön zu spielende Schleichsequenz, in der man Alarmsysteme lahmlegt und Gegnern aus dem Weg geht. Besonderes Highlight sind die Momente, wo man in den Levels auf Wurmlöcher stößt und einem ein Zukunfts-Cortez über den Weg läuft und aus der Patsche hilft. Später im Level spielt man dann genau diese Sequenz selbst. So wird schön mit dem Zeitsprung-Szenario gespielt. Los runter! Was? Wow! Was zum Teufel war das? Geister. Geister? Aber wie hast du sie gesehen? Durch die Geisterbrille. Geisterknarre. Aber funktioniert die auch bei Zombies? Nein, die sind dein Problem. Komm hier lang. Und die Handlung ist nicht nur witzig präsentiert, sondern bietet nach einem etwas langweiligen Start sogar einen echt guten Bösewicht mit dem bösen Wissenschaftler Jacob Crow. Der versucht, mit Hilfe der Zeitkristalle sich selbst genug Lebenszeit zu verschaffen, um lange genug forschen zu können, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Wirklich, wirklich gut.
Neben dem deutlich verbesserten Story-Modus wurden die alten Stärken von Teil 2 in Sachen Multiplayer und Arcade-Liga beibehalten. Es steckt einfach jede Menge geile, unterhaltsame Shooter-Action in TimeSplitters Future Perfect drin. Wirklich schade, dass ausgerechnet der Höhepunkt der TimeSplitters-Reihe den Schlusspunkt markierte. Wer heute noch einen geilen Ego-Shooter auf der Xbox zocken möchte, den kann ich Future Perfect wärmstens ans Herz legen. 3, 1, los!